Also das Ding hier ist noch nicht durch. Selbst wenn jetzt Granatowski den Ball hat. Jena gefällt mir gut. Granatowski lässt ihn liegen. Und das ist das Tor. Was für ein verrücktes Tor. Dieser Eistrommel, der Eismann. Er nimmt Granatowski, der den Ball einfach liegen lässt vom Fuß. Da kann man jetzt über Unfairness reden oder nicht. Aber erst wenn der Schiedsrichter pfeift, dann ist das Spiel aus. Also das wird für Riesendiskussionen sorgen. Und zwar bis nach dem Spiel. Benjamin Bleser, Vidovic ist da gegen Eismann und der lacht sie ein bisschen aus. Die Meppener sind natürlich empört. Es ist diese Szene im Mittelfeld. Granatowski lässt den Ball liegen, weil er eine Verletzung anzeigt. So, jetzt achten Sie hier. Da gibt es den ersten Zusammenprall. Hier. Und jetzt Granatowski. Da liegt einer von uns. Ist mir doch egal. Spiel geht weiter, sagt der Eismann. Und er hat das juristische Recht auf seiner Seite, Sören Eismann. Denn das Spiel wird erst unterbrochen, wenn der Schiedsrichter pfeift. Über alles andere kann man natürlich streiten. Treffer, das ist klar, Treffer zählt. Aber Jena und Meppen, die werden heute keine Freunde mehr.